Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der zweiten. In der ersten Folge haben wir ein bisschen Tutorial gemacht, wir haben gelernt, wie wir kämpfen, ein bisschen was über die Geschichte erfahren, die ich bis jetzt wirklich cool finde. Also gefällt mir ganz gut bis jetzt, ist alles so ein bisschen ja, kinohaft gemacht, finde ich, mit den Einblendungen und sowas, mit den Zwischensequenzen. So, wir haben auch unseren ersten Gegner schon getötet. Und haben auch unsere Katana und unsere kaputte Rüstung mittlerweile bekommen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, wo es weitergeht. Ich habe mir auf jeden Fall mal ein bisschen Energie rein, dass ich voll bin. Und das Kampfsystem müssen wir natürlich noch ein bisschen lernen, sage ich mal. Das Ausweichen. Die Kameraführung passt mir noch nicht ganz so, dass man keinen, ja, ich sag mal, eine Art Lock hat oder so. Aber ja, müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Wenn es euch gefällt, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen, Leute. Mehr Reiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Schaut das geil aus, ich dreh durch. Wir schleichen uns an. Schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Stell dich, Eindringling! Zieh dir mit L, um mit deinem Schwertangriff einen Gegner anzuvisieren. Okay. Nimm den posierten Gegner ins Visier und greif ihn an. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Okay. Genug weggelaufen. Endlich mal kann ich helfen. Verflucht! Nicht, dass ich im Kampf auf so posierende Gegner achten muss. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen tricky werden. Aber wir schauen einfach mal. Okay, wer hat hier geschrien? Irgendjemand hat hier geschrien. Da oben ist ein Marker. Haben wir eigentlich so eine Art Marker hier oder so? Okay, warte mal. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Watch it, Betty. Tüte. Okay. Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht, meidet die Straßen und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Gehen wir zu den Pferden. Geht doch. Läuft, egal. Das läuft. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Das da. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen.
Karge Schatten. Kage, geboren aus der Dunkelheit. Klar. Das passt zu dem Pferd. Bin ja gespannt, ob man den Pferden, ob man da auch Rüstungen und so machen kann. Burg Kaneda. Burg Kaneda. Dein Onkel ist da drin gefangen. Näher liegt der Burg zusammen mit Yuna. Okay, schauen wir doch mal. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Khotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer. Demütigte meinen Onkel. Schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, okay, bis ich sie erledigt habe. Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindlichen Gebiet, kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert, lasse Dreieck los, sobald er angreift, um ihn mit einem einzig tödlichen Schlag zu besiegen. Okay. Ich komme wegen Fürst Shimura. Geil! Sag das nicht so überrascht. Können wir die plündern oder so? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, es läuft eigentlich ganz gut bis jetzt. Leben beenden. Los, weiter! Wir können nicht zurück! Wir sind ja warten hinter uns, oder? Wir können nicht weiter! Ich muss. Geh zurück! Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ach, Scheiße. Oh, oh, oh. Alter! Yeah.
Okay, jetzt müssen wir nochmal üben. Okay, so geht's. Okay, es wird schon. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, an die verschiedenen Gegnertypen auch. Werden bestimmt noch mehr kommen im Spiel. Ich will mal schauen, ob man hier irgendwas mitnehmen kann. Scheint nichts zu gehen. Okay. Okay. Dann gehen wir da hoch, würde ich sagen. So. Hier ist nichts. Können wir die herausfordern? Geil. Kommt her und kämpft. Suktoku Yasin. Läuft doch. Kotunken! Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin. Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen, gebrochen und gedemütigt darum winselnd,
dem Mongolenreich anzugehören. Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Ich hab da ausgewichen. Bin doch ausgewichen, so eine Scheiße. Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Vielleicht eine Cutscene gewesen? Glaube ich aber nicht. Versagt. Erneut. Vater. Jen. Hilfe. Fürst Sakai. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko. Okay, ich weiß nicht, ob es jetzt so sein sollte, ob wir den die ganze Insel gar nicht schlagen konnten. Um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt. Aber es sieht ganz so aus. Des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yoriko. Boah, schaut das cool aus, Leute. Auf dem Video kommt es wahrscheinlich nicht so rüber, vor allem nicht auf YouTube, weil YouTube immer die Qualität runterschraubt. Vor allem bei so YouTubern wie mich, weil ich noch nicht so viele Abonnenten habe. Ich glaube, dass erst wenn man mehr Abonnenten hat, dann kriegt man auch einen anderen Codec von YouTube und dann sind die Videos auch qualitativ besser. Aber hier auf dem PC, wenn man das aufnimmt das, und die Originalgrafik sieht, das ist brutal. Ist der Adachi-Clan für euch da? Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr
führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Vater, wie rette ich ihn? Okay, Leute, ich würde sagen, dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr der nächsten wieder dabei seid. Und dann werden wir auch dem Wind folgen und schauen, wo uns der Wind hinträgt, was wir machen müssen. Bin echt schon sehr gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.